Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einer weiteren Let's Play FIFA 18 Ultimate Team mit Paxis. Und ja, es ist vielleicht ein bisschen komisch, aber ich bin eigentlich sehr zufrieden mit meiner Spielweise dieser Weekend League bisher. Sehr viel mehr war einfach nicht drin. Ich muss zugeben, das letzte Spiel, das ich gewonnen habe, das hat mir nicht so gefallen. Da habe ich drei Gegentore gefressen, die ich einfach scheiße verteidigt habe. Aber die anderen Spiele, die ich alle verloren habe, da hatte ich einfach auch ziemliches Pech. Und ich denke, mit meinen spielerischen Möglichkeiten war, wie gesagt, einfach nicht wirklich viel mehr drin. Fällt ein Spiel aus, ist okay. Ich hoffe, dass wir jetzt einfach ein bisschen weniger Pech haben oder halt sich das, die Lackertore quasi so ein bisschen mehr ausgleichen. Und ansonsten konzentriert spielen, demütig spielen, auf die Abwehr achten. Dann schauen wir mal, wo der Weg uns hinführt. Interessantes Team. Leno im Tor finde ich merkwürdig. Macht er vielleicht, um einen weiten Abstoß zu haben, weil er hat gute Kicking-Werte, aber ansonsten definitiv nicht der beste Torhüter in der Bundesliga. Nach Neuer natürlich. Neuer steht immer außer Frage. Schade, der wäre mit Sicherheit rein. Da gibt es nicht mal die Ecke. Oh, werde ich noch bestraft dafür, dass ich es hier direkt versucht habe. Schade. Schön gemacht mit Willian. Da würde er eigentlich nicht hingehen. Kleiner Stellungsfehler vom Kollege. Naja, aber nicht wirklich gut. Aber der Abstoß auf Leno, da hat so ein bisschen angedeutet, was er vielleicht vorhat oder warum er eben mit Leno spielt. Oh, ich war quasi durch. Das ist ein Foul. Wie schlecht. Fuck. Scheiße. Gegner geht auf jeden Fall viel über Konter und Pace, wie es mir scheint. Was war das denn? Oh Gott, von da schießen, aber da wusste ich nicht, was er machen sollte. Sehr gut. Scheiße. Oh, macht aber auch einen kleinen Fehler. Wieder macht er den Stellungsfehler. Kam leider der erste Pass schon falsch, deswegen ging der zweite dann auch zum falschen Spieler.
Könnte es sein, dass wir hier auf eine andere Formation wechseln müssen? So wirklich gut kommen wir nämlich nicht durch. Bisher zumindest. Kennen auch nicht wirklich die. Oh, schlecht gedribbelt von mir. Wir können auch nicht wirklich die Stellungsfehler bisher gut ausnutzen, die der Fehler Gegner auch wieder drin hat. Ich wechsle mal aufs 4-2-2-2 und gucke, ob ich da vorne ein bisschen mehr Gefahr ausstrahlen kann. Immerhin mal eine Ecke rausgeholt. Das ist scheiße. Es gibt jetzt einen scheiß Konter. Ah, wir schaffen es aber pacemäßig sehr gut. Das hat er gut gemacht. Sehr aussichtlich das Spiel bisher. Oh, fuck! Oh mein Gott, aus dem Winkel ein Tor schießen ist krass. Zumindest ein Lackertor, wie das halt fällt. Die Chance hat er sich gut rausgespielt. War halt ein Stellungsfehler von Kimmich. Toll. Aus dem Winkel, ey, aber egal. Es war halt auch wieder so ein Verzweiflungsschuss von wegen, ich habe keine Ahnung, was ich noch machen soll. Deswegen schieße ich jetzt einfach mal. Ist ja auch nichts dagegen einzuwenden. Ich meine, mache ich halt auch, wenn es sich anbietet. Oh Mann, auf Willen. Toll. Schöne Torschance versaut. Ärgerlich. Ich habe auch mehr geschossen als der Gegner, aber okay. Ich kann auch nicht mal sagen, der Gegner hatte die besseren Abschlusschancen, weil es war einfach eine Katastrophenchance, die er da genutzt hat. Macht nichts, Angriff gestoppt. Och, und dann spielt er es noch so beschissen raus und wird nicht bestraft. Toll. Haben wir Glück. Wenn der Pass kommt, steht es ja 2-0.
Okay. Hätte ich nochmal auf Neymar rüberpassen müssen. Fuck. Toll. Das war ein Foul. Also, schön gespielt, nice. Oh, geil. Gut gemacht mit Neymar, über außen hat er nicht gut verteidigt, hat er mich durchrennen lassen. Dann haben wir kurz angedeutet, nach innen zu ziehen, das hat er halt versucht zu antizipieren und dann sind wir über außen weiter durch, sehr gut. Krass, der Rainbow, der mal es war ein Rainbow, der mal funktioniert hat, aber nur im Sinne von Ausführung. Gebracht hat er halt nichts, außer dem Ballverlust. Doppelpack, Raphael, sehr schön, Spiel gedreht, geil gespielt. Der Spieler, der mich da verfolgt hat, auf Außen hatte keine Ausdauer mehr. Ich weiß nicht, ob er da irgendwie mit wenig Fitness ins Spiel gegangen ist oder ob das halt einfach, keine Ahnung. Nice. Und es waren halt auch geil rausgespielte Tore, ne? Also nicht solche, so ein komischer Treffer wie beim Gegner. Aber solche Tore machen wir ja auch selber. Es ist ja nicht so, dass wir immer nur die rausgespielten Tore machen, sondern wir machen auch manchmal Distanztreffer und Lackertore und so. Keine Ahnung, wie er drauf kommt, dass der Ball ankommen könnte. Danke, jetzt ist er auch zu aggro, wahrscheinlich ein bisschen angepisst. Schade, hätte ich nochmal in die Mitte legen müssen. Meistens gucke ich dann nicht nochmal, ob ich nochmal weiterleiten kann. Das ist auf jeden Fall ein Fehler. Das sieht man aber super oft. Man hat dann einfach im Kopf schon. Schade. Man hat einfach im Kopf schon damit abgeschlossen und will halt den Abschluss suchen. Verdammt. Das hat er ja klasse ausgespielt. Halt, schon auf Passen gedrückt. Ah ja, jetzt war ich so verwirrt, weil er nicht gepasst hat. Fuck. Oh, ey, wenn wir jetzt ein Tor gefressen hätten, wäre es echt nur durch den scheiß Ballverlust gekommen. So, 82. Aber wieder würde ich sagen, das 4-2-2-2 hat auf jeden Fall mein Offensivspiel belebt, ohne halt die Defensive wirklich zu schwächen oder großartig zu schwächen. Ich glaube, ein bisschen besser steht man schon im 4-2-3-1, weil man einfach kompakter im Mittelfeld ist, durch die ZOM, der halt hinterm Stürmer steht. Also man ist halt einfach ein Tick defensiver, aber
Jetzt leider. War irgendwie klar, dass er das macht. Und ach, dass das abgefangen wird, hätte ich ehrlich gesagt nicht gedacht. Haben wir unseren ganzen Vorteil wieder kaputt gemacht. Ja, das war's. Schade. Ah, knapp, aber das Ding ist durch, das war's. Sehr schön, erstes Spiel gewonnen. Jetzt hoffen wir mal, dass wir auch das zweite noch gewinnen. Dann haben wir nämlich 3 Siege, 3 Niederlagen. 2 Tore Raphael, Vorlagen. Zweimal Neymar, auch nicht schlecht. Neymar hat bisher eher Tore gemacht statt Vorlagen. Könnt gleich nochmal nachgucken, aber er müsste deutlich mehr Tore haben als Vorlagen. Ja, 17 Tore, 10 Vorlagen. Ist natürlich trotzdem hervorragend. 27 Scorerpunkte in 48 Spielen. Wovon müssen wir auch noch ein paar abziehen. Wie viele Spiele haben wir jetzt noch? 20. 5 habe ich gerade gemacht. Okay. Viel schaffe ich denn noch? Ich bekomme einen Besuch. Also ein Spiel schaffe ich noch. Und dann war's das wahrscheinlich für den Freitag schon wieder. Wir mal lieber gelb. Durch die Hosen. Durch Palermo, oder? Mit diesem pinken Shirt. Oh, sehr gutes Team, wahrscheinlich sehr guter Gegner. Können wir uns wieder versuchen, ein bisschen zu verbessern. Und vor allem defensiv noch kompakter zu stehen. Zu null, verdammt. Ich will endlich mal wieder zu null spielen. Wir haben auf jeden Fall in der Weekend League noch kein einziges Spiel zu null gespielt. Es ist halt ultra schwer. Wie gesagt, selbst Top 100 Spieler bekommen halt im Durchschnitt 1 bis 2 Tore pro Spiel. Das sagt ja eigentlich alles. Deswegen ist es eigentlich ziemlich vermessen, jetzt unbedingt zu null spielen zu wollen. Aber es ist natürlich sehr gut, wenn man zu null spielt. Deswegen. Scheiße, ich dachte, ich komme nochmal an dem Spieler dann vorbei. Oh, läuft Origi sehr gut mit. Schöne Grätsche. Halt! Ich hab doch schon lange auf Passen gedrückt. Oh, bitte nicht. Vielen Dank. Schade, dass der Vorteil so lange läuft. Ben Idair, haben wir da gerade seinen Stürmer kaputt gemacht. Tut mir natürlich leid. Aber wie gesagt, gibt ja eh keine Krampf, keine auswechselpflichtigen Verletzungen in Ultimate Team. Ich fände es lustig, wenn das so wäre, aber es würde natürlich noch mehr Varianz ins Spiel reinbringen. Das wollen sie wahrscheinlich nicht. Ich weiß gar nicht, ich glaube, in FIFA 17 am Anfang war das ja ein Bug, ne? Dass das so war. Schön gespielt. Nicht mit der Brust annehmen. Ginter war das. Ich spiele gerade zu schnell. Also ich versuch's gerade. Zu hastig zu machen. Das geht gegen den Gegner nicht. Die Grätsche. Schlechte Flanke. Ich glaube, ich muss ein bisschen ruhiger gegen ihn spielen. Das funktioniert besser.
Ich Idiot wollte zu Werner passen, hatte aber vorher auf Schießen gedrückt und deswegen habe ich halt eine Schusstäuschung gemacht. Statt den Pass, wenn ich den Pass spiele, dann ist es halt ein Tor. Aber wie gesagt, ich hatte erst auf Schießen gedrückt, dann habe ich gesehen, nee, Werner ist besser positioniert, habe auf Passen gedrückt und dann gibt es halt den. Gibt es halt leider die Schusstäuschung und dann habe ich schon wieder auf Schießen gedrückt, statt dann nach der Schusstäuschung auf Werner zu passen oder so. Und das war halt nicht ganz so optimal gelaufen. Gegner hat zum Glück auch ein paar Probleme im Angriff, aber ich habe jetzt schon einige Sachen falsch gemacht. Wie gesagt, ein Tor schon weniger, weil ich nicht optimal gespielt habe. Schön mit Kimmich oder von Kimmich, je nachdem. Geiler Pass. Der Pass war scheiße, aber das ist halt Werner. Dem muss ich das leider verzeihen. Wir hatten schon viele Chancen, das ist nicht geil. Nein! Mal in die Ecke. Oh, geht dann auf Pause gedrückt. Da will er nicht etwa seine Formation umstellen. Hier 1, 2, 1, 2. Mal schauen. Er spielt nicht. Ja, hat wirklich umgestellt auf ein 4-1-4-1. Ja. Wahrscheinlich um außen einfach besser zu stehen, denke ich mal. Vielleicht kommen wir da jetzt besser durch die Mitte. Mal schauen. Toller Pass von Sokratis. Er macht seinen Fehler zum Glück wieder gut. Ungewöhnliche Formation beim Gegner, habe ich noch nie gesehen. Wir kommen jetzt wirklich deutlich schlechter durch. Ich denke, ich werde in der Halbzeit dann erstmal umstellen aufs 4-1-2-1-2. Er merkt es vielleicht nicht direkt. Wenn ich jetzt Pause drücke, dann kann er sich schon denken, dass ich eine andere Formation nehme. Lackertor nehme ich mit. Dann stelle ich es vielleicht doch nicht um. Mal gucken. Das ist schön, dass in so einem Spiel ein Lackertor passiert, weil ich war zwar vorher ziemlich gut, aber jetzt mit der Formation bin ich gerade nicht so ganz klar gekommen. Jetzt, das kommt mir natürlich sehr entgegen. Mal gucken, wie er jetzt offensiv mit der Formation umgeht. Sollte eigentlich schwieriger für ihn sein, weil er vorne nicht mehr so viele Anspielstationen hat. Das heißt, er muss damit ein Stürmer auf die Viererkette zulaufen. Das sollte eigentlich schwieriger sein.
hat nur mal geschossen und nur 32% Ballbesitz. Gucken, wie es weitergeht. Okay, jetzt haben wir gerade Glück mit den 2. Bällen. Und wieder. Alter, was ist denn das? Das kommt mir vor, wenn er 3-4er-Ketten hätte oder so. Kein Durchkommen. Endlich mal. Oh, so knapp. Fuck. Das wäre so ein wichtiges 2-0 gewesen. Wir haben alles richtig gemacht und wieder läuft Ginter halt einfach nur drüber über den Ball. Verstehe ich auch nicht, warum die das manchmal machen. Wir haben wieder Glück. Also okay, wir haben gerade... Oh, fuck. Wir haben gerade echt Glück mit den 2. Bällen. Ginter sehr gut. Stellungsfehler. Mist, Mist, Mist. Sehr schön von Vidal. Wichtig. Wir kommen auf jeden Fall viel schlechter durch, aber wir stehen halt defensiv ganz gut und führen. Deswegen möchte ich jetzt eigentlich nicht mehr wechseln. Bei einem 0-0 hätte ich es gemacht, aber so. Versuche halt recht vorsichtig jetzt zu spielen. Ganz langsamer Spielaufbau. Deine Formation ist halt einfach super defensiv, finde ich. Also man muss auch damit bestraft werden, dass er keinen Ballkontakt bekommt. Noch Abschluss. Aber immerhin Abschluss, ne? Der Gegner verliert den Ball meistens durch andere Sachen, nicht weil er abgeschlossen hat. Das war knapp. Schön gemacht mit Tolisso. Irgendwann wird er auf Garn, die auch pissig, weil er den Ball nicht bekommt, was ja auch nicht schlecht ist. Also es ist kein Zeitspiel, was ich gerade mache. Ich versuche nach vorn zu gehen und eine Torschance rauszuspielen, aber es ist einfach sehr schwer bei seiner defensiven Formation. Und ich führe, deswegen muss ich einfach weniger machen.
Gegner ist auch wieder auf Pause gegangen. Es kann natürlich sein, dass er jetzt seine Formation wieder wechseln will, das weiß ich nicht. Oder halt einfach nur Spieler wechseln. Oh, jetzt ist das nochmal die 8. der 80. sehe ich gerade. Ja, dann. Und das ist natürlich Zeitspiel wieder interessant. Und dann wäre jetzt das Spiel auch durch. Schön gespielt. Bumm, bam, Feld. Was auch immer er machen wollte, ich denke, jetzt bricht er ab. Oder, wobei es ja 82, da brauchen wir nicht mehr abbrechen, aber er wird's. Ja, er geht zumindest nicht direkt auf Weiterspielen. Keine, ja, keine Ahnung, vielleicht hat er nochmal umgestellt. Ich glaube, das sieht man auch am Ende, mit welcher Formation er als letztes gespielt hat. Da habe ich gehofft, dass ich den Ball treffe. Das war ein bisschen schade, aber ist nur gelb. Es ist noch die Formation. Schwer zu sagen. Ich glaube, es ist sie noch, oder? Ne, ich sehe jetzt gerade zwei Sechser. Knapp. Ne, es ist sie noch, würde ich sagen. Jetzt haben beide Sechser von mir gelb, auch nicht schlecht. Der erste anständige Angriff, den er zu Ende gespielt hat. Stellungsfehler. Das war ein bisschen dumm von Werner, weil da hätte er einfach nur ein Stück weiter hinten stehen müssen. Also das war, er war nicht im Lauf. Aber wirklich bis zum Ende runter. Okay. Tja, zwei Spiele in Folge gewonnen. Wir haben jetzt wirklich drei Spiele gewonnen und drei verloren. Die ersten drei verloren, die nächsten drei gewonnen. Ich hoffe, jetzt kommen nicht wieder drei, die ich verliere. Das wäre ein bisschen blöd. Ich glaube, ein Spiel schaffe ich sogar noch. Da muss ich dann zwar. Oder ich mache es jetzt einfach in der Aufnahme. Es war jetzt auch keine super langen Spiele. Also es sind ja nicht in die Verlängerung gegangen. Weil einmal drei Spiele mache ich ja sowieso immer. Ja, warum nicht? Dann machen wir jetzt einfach noch eins. Noch ein schnelles quasi. Okay, konzentrieren wir uns. Abwehr gut stehen, demütig ans Spiel rangehen. Oh, eine Fünferkette seit Ewigkeiten mal wieder. Das ist natürlich nicht so geil. Fünferkette, gutes Team. Rashford von drin, okay, ist nur 79er. Und als Rechtsverteidiger ein Diekmeyer und als Linksverteidiger diesen kranken Lukaku. Puh, konzentrieren. Ich glaube, ich gehe direkt auf Defensiv, um halt kompaktes zu stehen, weil gegen eine Fünferkette ein 1-0 aufholen, also ein Rückstand aufholen, ist halt einfach. Mega scheiße. Ich hoffe mal, er verteidigt schlecht und hat deswegen eine Fünferkette. Schade. Aber ich glaube, da ist was drin. Also das kam mir jetzt nicht so grandios vor, wie er es verteidigt hat. Ich glaube, das ist die zweite Fünferkette, gegen die wir spielen. Zumindest die von Anfang an so spielt.
Ich weiß, dass einer mal bei einem 1-0 oder so dann in die Fünferkette gewechselt hat. Das fand ich auch geil. Ja, der verteidigt nicht gut. Das ist perfekt. Also, genau so stelle ich mir das vor, dass also das, genauso ist es für mich halt der Grund, warum man eine Fünferkette spielt, weil man einfach nicht gut verteidigt. Wäre geil, wenn er jetzt direkt ra rausgeht, aber ich glaube, er wird einfach seine Fünferkette umstellen. Es ist quasi die Fünferkette, also es ist quasi ein 4-1-2-1, so mit einer Fünferkette. Nur halt, dass man keinen Einer noch vor der Viererkette hat, sondern statt einer Viererkette eine Fünferkette. Bin ja mal gespannt, ob er seine Formation umstellt. Das Schöne ist halt, dass eine Fünferkette auch nicht so gut nach vorn spielt, weil sie halt einen Spieler mehr hinten hat. Die ist halt etwas defensiver, logischerweise. Ja, scheint nicht wirklich auf eine andere Formation zu wechseln, interessanterweise. Ach, oder er hat einfach nur aus Versehen wieder aufs Spiel fortsetzen gedrückt und muss deswegen nochmal auf Pause gehen. Ja. Ah, er hat doch was anderes gemacht. Eine Dreierkette. Er spielt erst eine Fünferkette und als er in Rückstand gerät, spielt er eine Dreierkette. Das ist ja geil. Dreierkette jetzt. Okay. Gut zu wissen. Wie geil ist das denn? Er spielt erst eine Fünferkette, dann eine Dreierkette. Sehr geil. Was macht er denn, wenn ich 2-0 führe? Wahrscheinlich direkt abbrechen. Aber dann sollte es ja, weil er ja definitiv nicht wirklich gut war, sollte es jetzt eigentlich leichter werden, noch ein Tor zu schießen. Mal gucken. Hoffen wir das Beste. Oh, nur Alu. Komm, komm, komm. So, jetzt die Dreierkette. Aber leider. Okay, das war auch schon wieder interessant verteidigt von ihm. Scheiße, schade. Haben wir eigentlich ganz gut gemacht. Das war wieder nicht so gut vom Gegner. Ich komme nicht vor, also die Dreierkette steht ja deutlich kompakter durch ihr Mittelfeld als diese Fünferkette vorher. Problem ist, wenn ich hier einen blöden Ballaufbaufehler habe, Ballaufbaufehler, wenn ich hier einen Fehler im Aufbauspiel habe, dann gibt es so einen dreckigen Konter, dass ich ein Problem habe. Ich spiele hier mit Dingensfalle, also mit Abseitsfalle. Oh, wenn der durchkommt, dann wird's geil. Puh, krass gemacht. Flug geht ran von Casemiro. Es war ein normaler Pass, er macht selber einen Laufpass draus. Leider. War das gerade ein straffer Pass auf 3 Metern und der kommt, ohne dass er irgendwie Probleme hat mit der Ballannahme. Sorry, ja, es ist nicht verdient. Ich bin halt die ganze Zeit dran. Ich bin die ganze Zeit dran. Und er schafft's trotzdem. Ich bin die ganze Zeit dran. Total sinnlos. Ich bleib trotzdem auf Defensiv. Ist auch nicht verdient in meinen Augen, aber egal. Das ist halt so ein Tor, wo ich sage, was soll ich da noch anders machen? Ich bin die ganze Zeit dran. Kann ich einfach nichts noch besser verteidigen? Es geht nicht. Was soll ich denn machen?
gab nicht die Möglichkeit zu tackeln. Nice Luck, aber gut, er hatte auch schon einen Alu-Treffer, aber trotzdem. Ich bin wieder die ganze Zeit dran und wieder macht das so ein beschissenes Lackertor. Oh. So schlecht, ey. So schlecht. Egal, come on. Ist ein Foul, was nicht gepfiffen wird. Ich würde ja eigentlich gerne wechseln auf eine andere Formation, aber ich habe Angst, dass dann wieder seine Fünferkette reingeht und es dann nicht mehr klappt. Okay, das war gut gespielt, gebe ich zu. Da habe ich einen Fehler gehabt. Alter, ich lauf doch nur, da bleibt an mir hängen, was soll ich machen? Ich kann der Halbzeit aber eine andere Formation reinmachen, dann hat er ja eh eine Pause. Oh, jetzt wird er wieder durchlaufen. Nee, doch nicht. Und noch ein Lackertor, herzlichen Glückwunsch. Oh, ist das unverdient. Naja, jetzt haben wir halt wenigstens eine Herausforderung, die ich gesucht habe in der zweiten Hälfte. Krass, wie schlecht er gespielt hat in seiner Fünferkette und wie er jetzt einfach mal alles weglag. Die ersten zwei Tore, da kann ich auch nicht mal sagen, dass er da Glück gehabt hat im Sinne von, er bleibt die ganze Zeit hängen, sondern er hat einfach das Glück, dass nichts passiert, obwohl meine Spieler die ganze Zeit dran sind und der Schuss halt durchgeht. Und dann ist natürlich auch noch jeder Schuss ein Treffer, na klar. Ich glaube aber hier versuche ich nicht das 4-2-2-2, sondern das 4-1-2-1-2. Ich glaube, Casemiro ist nach vorn besser als Allen. Junge! So, jetzt konzentrieren, komm, ist noch alles drin. Ich werde es wahrscheinlich verlieren, aber es ist noch alles drin, komm schon. Elfmeter, danke. Ah, die müssen wir erstmal machen. Gerade in solchen Spielen, wo die Elfmeter ultra wichtig sind, da verschießt man sie dann meistens. Aber sehr gut geschossen. So, come on, ein Tor noch.
Danke. Was für ein Scheißpass von Neymar. Ungewöhnlich, macht er eigentlich nicht. Schönen Fehler drin. Wie kann ich denn so beschissen ausspielen, ey? Bin ich dumm? Alter! So scheiße ausgespielt von mir. Richtig gut verteidigt vom Gegner. Wie blöd ich bin. Die Formation funktioniert auf jeden Fall besser. Glück gehabt. Ja, war ein Verzweiflungsschuss. Oh, so knapp. Fuck. Scheiße. Komplett unbedrängt, totale Scheißflanke. Boah, ey, das ist so eine kompakte Kackaufstellung. Abseits. Fick dich doch! Mann, weil die Pässe wieder nicht so kommen, wie ich das will. Lag noch mehr, bitte. Ach, wir werden es wieder so unverdient verlieren. Das ist zum Kotzen, ey. Ich habe wieder komplett vergessen zu wechseln. Raphael, Zentimeter, Alter, Zentimeter haben gefehlt. Scheiße. Das wäre so verdient. Das kotzt mich schon wieder an, ey. Was nehmen wir jetzt raus? So knapp. Es wird halt leider wieder die Niederlage sein. Ich hoffe mal, dass es nicht wirklich jetzt wieder drei Niederlagen in Folge werden.
Scheiße, das gibt's doch nicht. So ein Wichser. Scheiß Lacker. Och, ist das bitter, ey. Freu dich ruhig, Idiot. Komm, dreh durch. Oh, ist das bitter, richtig bitter. Gegen so einen Trottel mit einer Fünferkette. Auch wenn er jetzt gewechselt hat. Oh, der Schuss von Raphael, ey. Toll, und dann macht er nicht mal das Ding rein. Ich meine, es wäre sowieso egal gewesen, wir hätten eh nicht gewonnen, also wir hätten eh keine Zeit gehabt für noch ein Tor, aber mir fehlt einfach das Quäntchen Glück in solchen Spielen. Es ist einfach so. Man ist auch immer seines Glückes eigener Schmied, man muss es erzwingen und bla bla bla, aber fuck you. Egal, bis zum nächsten Mal.